Servus, Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule. Die Replay Challenge von Kalenderwoche 49 ist voll im Gange. Wir fahren mit Sig Funzler vom Clan DSS in seinem T92. Der fährt im Zug mit Doppelschmerz. Ebenfalls vom Clan DSS im AT15. Stufe 8 Panzer. Der T92 ist ein neuer Aufklärer. Nicht besonders schnell, aber gute Sichtweite und eine sehr genaue Kanone, die ganz wenig nur aufgeht. Wir sind nicht Top Tier. Beschleunigung enorm gut. Schau, wie schnell er wegkommt. Bloß halt mit 62 km/h bist du fast allen Aufklärern, was die Topspeed angeht, komplett unterlegen. Wir haben als Kanone 175 Durchschlag, 150 Schaden pro Schuss, 210 mit Hohlladung. Und 185 Schaden mit HI. Zwei Kanonen hat er dabei. Die reichen auch. Kinderwerfer aufgemacht. Und ein Jagdpanda. So. Gegnerteam haben wir hier eine Batchette. Die da. Ein Kollege bleibt hinten mit seinem AT-15. Würde ich auch machen. Stufe 8 und Stufe 10 Gefechte, also Stufe 8 Panzer und Stufe 10 Gefechten, selten mehr wert als Kanonenfutter. Da muss man wirklich enorm guten Panzer dabei haben. Sehr schön. Beweglichkeit bei dem Ding wirklich enorm gut. Bloß die Topspeed ist ein Problem. Das war's. Okay, ziehen uns hier ein bisschen weiter zurück. Tortoise ist aufgeklärt, sehr schön. Aufklärungsschaden 611, alles am Jagdpanda bisher. 747 Schaden gemacht. Noch kein Abschuss. Ist halt primär nicht die Aufgabe von dem Ding, da die Abschüsse zu fabrizieren. Sondern es geht in erster Linie ums Aufklären. So. Das Ding war das erste Panzerchen im Kalender, im Adventskalender von 2017. Haben die Wargaming wieder mal ein Premium-Fahrzeug rausgeschmissen. Kriegt nachher das Foto vom Original. Das Ding hat es nämlich wirklich gegeben. So. Fertig Kiste mit Coca-Cola. Hallo? Ne, da ist er drumrum. Sehr schön. Sehr schön. Kohle macht es möglich. Abschuss Nummer 1, 880 Schaden, 1118 Schaden aufgeklärt. Da drüben ist ein Mäuschen, da wirst du Probleme haben, sogar an der Seite beim Durchkommen. Links vorbei lang fahren, jawohl, sehr gut. Okay, Mäuschen ist raus. Hätte mich gerne interessiert, ob du da irgendwie eine Chance gehabt hättest. So, zu weit nach hinten fahren brauchen wir nicht, gibt hier keine Artillerie. Dumm-di-dumm-di-dumm. Sehr schön. CDC ist draußen. Sehr schön. Papierpanzer. TD direkt drauf zu. Tortoise, Achtung. Ne. Da muss fast auf EPCA wechseln. Ah, schon erledigt. Sehr gut. Gleich noch einen hinterher. Noch ein. Geht nicht anders. Sehr schön. Abschuss Nummer 3. W8 von 2429. Spitze. 1401 Schaden. Wieder ein bisschen Schaden aufgeklärt. Das ist raus.
sah am Anfang nicht so gut aus. Inzwischen hat sich das Blatt deutlich gewendet. Gegner steht drüben auf dem Hügel. Jetzt ist halt noch der Kinderwerfer übrig. FV-215B 183, der schießt sich mit einem Schuss raus. Noch einer mit dem Potenzial? Nö. Die Lorraine mit einem, na, mit einem Clip schafft das auch nicht. So, man fährt ins Cap, um den Gegner ein bisschen unter Druck zu setzen. Steht 9 zu 9. Doppelschmerz. Zugkollege ist da hinten ganz allein. Oben haben wir 1390 Aufklärer. Aber wirklich sehr gute Sichtweite, kann man nicht meckern. Doppelschmerz keinen Schuss drauf bekommen. Ist aber schade. Steht aber auch geil. Aber wenn keine Art im Spiel ist, kann man das mal so machen. Kein Problem. Der Gegner versucht inzwischen, unser Team da aus dem Cap zu jagen. Resettet ist schon mal. Zumindest ein bisschen ist die Zeit runter. Jetzt sind sie alle unter Druck. Treffer, aber nicht durchgeschlagen. Beim Patten. Sehr schön. Ja, wenn man Gegner unter Druck setzen kann, hat man einen riesen Vorteil. Sehr schön. Noch einen hinterher und noch einen hinterher. Sehr schön. Schön ausgeteilt. 1930 Schaden. 3834 W8. Wie gesagt, richtig Schaden machen kann man mit dem Ding nicht. Das ist halt einfach ein Aufklärer. Schwache, eher schwache Kanone. Hier 7. Okay. Da kann man mal seine Kette riskieren. Sehr gefährlich. Eins hier noch übrig. Hier 7, die steht im Cap und versucht da uns ein bisschen raus zu resetten. Jagt sich mit dem UDES. Ah, das Problem ist durch die Seite. Hinten könnte gehen. Hoppala. Mit APCR abgeprallt. Jawohl. Brutzelt. Sehr schön. Sehr gut. Jawohl. Schieß rein. Hau rein, hau rein. Muss genau. Ah, sehr gut. Sehr fein. Den Abschuss hat er noch gewollt. Sehr gut. Vier Abschüsse sehe ich da. Auch wenn nur drei angezeigt werden. Schauen wir uns mal an, wie das am Ende ausgesehen hat. Als allererstes natürlich ein hübsches Foto. Das ist er. T92 leichter Panzer. Nettes Teil. So sieht das Ding in Action aus. 1, 2, 3 Mann Besatzung sehe ich nur. Bei uns im Spiel hat er 4. Okay, gucken wir mal. Victory! Fire Effects haben wir bekommen. Einen Master haben wir bekommen. Gute Runde. 108.000 haben wir eingenommen. 100.000 geht mir für Munition wieder raus. Das ist die viele EPCR-Geballer. Hat leider nur 6.600 netto gemacht. Schade. 26 Schuss abgefeuert. 24 haben getroffen. 18 haben durchschlagen. 2.607 Schaden. 3 Kills waren es insgesamt, nicht 4. Warum hat er 4 angezeigt? Keine Ahnung. Zusammen mit Doppelschmerz habt ihr 4 Kills zusammen. Okay, das wird's sein. Genau, das wird's sein. 1431 Basis-XP. Im Großen und Ganzen eine sehr gute Runde von Sig Funzler. Wenn ihr wollt, dass er die Reaper-Challenge gewinnt, dann bitte fleißig draufklicken. Vielleicht einen Daumen nach oben da lassen und mir ein Abo auf meinem Kanal. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin bleibe ich natürlich für immer eure Keule. Macht's gut. Ciao.